Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Horses. Ja, heute wird der kleine Rockstar erwachsen. Vorher müssen wir uns aber noch ein bisschen um ihn kümmern. Ich würde sagen, heute fangen wir mal mit Hufe auskratzen an. So, das macht er jetzt schon super. So, dann duschen wir dich, kleinen Mann, mal. Gut einschäumen. Und abwaschen. Dann gibt's noch mal was zu futtern. Na komm. Und ja, erstmal ein bisschen schmusen und dann geht's ab ins Training. Ja. So. Und einmal Halftertraining. Das macht er sehr gut. So, das letzte Training als Fohlen. Auftrag erfüllt. Und Level 6. Und da ist er erwachsen. Aber er trägt einen Halfter. Gucken wir mal zu Northstar. Ist das jetzt normal? Ach nee, Morning Glory. Northstar ist er nicht mehr. Hier. Nee, sie trägt nichts. Wieso trägst du denn jetzt dauerhaft einen Halfter? Na gut. Könnte auch eine Trenze sein, ne? Das ist ja nicht so schön, aber ich finde, er sieht einfach klasse aus. Er selber sieht schon echt gut aus, auch erwachsen. Doch, da brauchst du gar nicht so den Kopf zu schütteln. Jeder kleine weiße Punkt ist ja auch ganz niedlich. Oh, die Ohren backen durchs Holz. Ist bestimmt nicht so angenehm. Und er hat auch so dunkle Ohrspitzen. Na. Oh, das ging ja flott. So, Hufe auskratzen, dann gibt's noch mal ein Leckerchen. Möhrchen gibt es heute wieder. Na komm. Ist ja schon süß, ne?
Na komm, noch einmal die Möhrchen. Und dann geht's gleich ab ins Training. Und zwar Cavaletti-Training und Sattel. So, das lief ja ganz gut. Und dann der Sattel. Oh, nee. Doch. Okay. Level 7. Für heute sind wir fertig. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem noch mal ein bisschen näher ran. Haben wir zu diesen blöden Kreis hier. Ich finde ihn schick von beiden Seiten. Eine total tolle Schickung hat er doch. Definitiv. Hier ist so ein bisschen... Ja, sind keine geraden Linien, ne? Sehr gut. Ja, schauen wir mal. Was macht er denn so? Wahrscheinlich gleich nur futtern. Futtern und weggehen. Nee, steigen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn der kleine, große Level 10 erreicht. Und ja, ich gehe schon mal ganz stark davon aus, dass er dann einziehen wird. Ich finde ihn schon echt schick. Genauso wie zwei andere auch noch. Aber, ja, und Schecken hatte ich ja schon länger jetzt nicht mehr. Gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.